Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten, zu einem weiteren Part der Top 50 FIFA 14 Ultimate Team Spieler. Und heute behandeln wir die Parts 30 bis 21, also die Spieler 30 bis 21. Auf Platz 30 finden wir Sergio Ramos, der um eine Gesamtstärke gesunken ist. Immer noch die High-Medium-Arbeitsrate hat, was aber nicht wirklich stört, da er immer noch 84 Defending hat und immer noch 86 Heading, aber immerhin zwei weniger als letztes Jahr, denn da hat er 88 Heading. Pace nochmal um 1 gestiegen tatsächlich. Passing ein weniger, was es nicht unbedingt stören würde, aber Pace von 79 auf 80, also 80 Pace für einen Innenverteidiger ist schon relativ krass, muss man sagen. Also Ramos ist immer noch ein guter Innenverteidiger und ich finde, die High-Medium-Arbeitsrate hat bei ihm auch noch nie wirklich gestört. Wo sie gestört hat, definitiv, ist Piqué. Und Piqué hat immer noch diese High-Medium-Arbeitsrate, was ich einfach nur blöd finde. Skill-Moves von 3 Sterne auf 2 Sterne, was eigentlich ziemlich egal ist für einen Innenverteidiger, wie ich finde. Wie sieht das mit den Stats aus? Es ist fast alles geblieben. Nein, es ist sogar alles geblieben. Also jeder einzelne Stat ist geblieben, ebenso wie die Gesamtstärke. Nur die Skill-Moves haben sich verändert, ja, und die scheiß Arbeitsrate ist immer noch da. Dann hätten wir Mario Gomez, der von meinem geilen FC Bayern zu AC Florenz gewechselt ist, was ich ihm überhaupt nicht übel nehme. 4-Star Weakfoot, 3-Star Skill-Moves, Medium-Medium-Arbeitsrate, soweit geblieben. Er hat aber 3 Pace mehr und 3 Dribbling weniger, also ein bisschen schneller, aber ein bisschen dribbelschwächer. Er hat minus 1 Shooting bekommen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Er hat minus 5 Passen bekommen. Minus 1 Defending und ja, Heading ist gleich geblieben. Seine Gesamtstärke ist insgesamt noch um einen gesunken. Also statt einem 87er Stürmer bekommt man jetzt einen 86er Stürmer. Immer noch ein guter Mann, also auf jeden Fall keine Frage. Nur, ja, nicht mehr ganz so vielseitig. Er ist nicht mehr so dribbelstark und er kann auch nicht mehr so gut passen wie letztes Jahr, was ihn zu einem, ja, volleren Stürmer macht und zu weniger anderen Spielern. Dann hätten wir Carlos Tevez, der auf 86 Gesamtstärke bleibt, obwohl er zu Juventus Turin gewechselt ist. Nein, also er bleibt auf 86 Gesamtstärke, ist zu Juventus Turin gewechselt, hat 3 Pace weniger, Dribbling ist geblieben, Shooting ist geblieben, Defending 8 weniger. Ich meine, gut, wofür braucht er das, ganz im Ernst? Und plus 1 Heading, also ist etwas schlechter, würde ich sagen, unterwegs als im letzten Jahr. Muss man gucken, also Tevez war immer ein ganz guter Spieler, der relativ preiswert war. Mal gucken, wie das dann in FIFA 14 wird. Kommt ja mal darauf an, wie oft die Spieler gezogen werden. Das entscheidet ja, sage ich mal, immer, wie preiswert die sind. Und wie gesagt, da muss man natürlich gucken, wie das dann so aussieht. Dann hätten wir Vincent Kompany, steigt von 85 auf starke 86 an. Medium Arbeitsrate bleibt, das heißt, er ist immer noch nicht so voll defensiv, er ist immer noch so ein bisschen da zugange. Er hat einen Pace weniger, Dribbling ist geblieben, Shooting ist geblieben, Defending ist geblieben, Passing ist geblieben und er hat ein Heading mehr. Also ein Pace weniger, ein Heading mehr und das war's bei ihm auch eigentlich. Aber eine Gesamtstärke mehr, was natürlich für die Ingame-Stats immer ein gutes Zeichen ist, denn je mehr Gesamtstärke, desto besser sind die Spieler auch eigentlich auf ihrer Position. Also auch wenn da jetzt hier vielleicht in den 6 Stats nicht zu sehen ist, heißt das nicht wirklich viel, sondern der kann trotzdem noch um einiges aufgewertet sein, nämlich Ingame. Und die Ingame-Stats haben wir leider noch nicht. Die werde ich euch dann vorstellen, wenn es soweit ist. Als nächstes Spiel haben wir Giorgio Chiellini von 84 auf 86 Gesamtstärke, wird arschteuer. Und das, obwohl er von 80 Pace auf 77 Pace runtergegangen ist, würde ich sagen, wird er arschteuer. Medium-High-Arbeitsrate, perfekt für einen Innenverteidiger meiner Meinung nach, ist geblieben. Shooting hat er minus 3 bekommen, plus 5 Dribbling, eher unsinnige Veränderung, plus 2 Passing hat er bekommen und jetzt, was mich ein bisschen verwirrt, Defending ist gleich geblieben und Heading um 2 weniger. Also ich finde, die zwei der drei wichtigen Stats, also Pace und Heading, sind weniger geworden. Defending ist ja gleich geblieben, aber die Gesamtstärke ist um 2 gestiegen. Wie gesagt, das ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Er kann trotzdem noch aufgewertet worden sein. Muss man sich dann mal genau die Ingame-Stats angucken. So, ich muss dann kurz husten, Entschuldigung. So, dann machen wir weiter mit einem Ivora und das ist Yaya Touré. Und ja, die Bewohner der Elfenbeinküste, die nennt man Ivora. Yaya Touré hat immer noch 86 Gesamtstärke und seine Medium-High-Arbeitsrate, die ihn zu einem defensiv einfach Spitzenspieler macht, hat sich nicht viel verändert. Plus 1 Shooting und sonst ist da eigentlich nichts. Ja, es ist nichts anders. 4-Star, Weakfoot, 3-Star, Skill-Moves. Und das war's auch eigentlich mit Yaya Touré. An nächster Stelle hätten wir Andrea Pirlo, der von 87 auf 86 Gesamtstärke runtergegangen ist. Von 3-Star Skills auf 2-Star Skills, also 2-Sterne-Skiller im Mittelfeld hat man da relativ selten in diesem Bereich. Aber gut, Pirlo ist halt auch kein Skiller.
ist auch von 86 Dribbling auf 82 Dribbling runtergegangen. Also mit dem können er nicht mehr so viel Dribbling machen. Statt Low-Medium-Arbeitsrate hat er jetzt Medium-Medium-Arbeitsrate, was ihn so zu einem Spieler macht, den ich irgendwie nicht wirklich gebrauchen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Low-Attacking-Workrate war noch so ein bisschen der Ausschlag dafür, dass er so ein bisschen defensiv stand, auch wenn er nur 71 Defensive hatte, was jetzt auch viel weniger geworden ist. Das Einzige, was sich bei ihm hier gestärkt hat, ist plus 1 Shooting und plus 4 Heading. Aber selbst sein Pass ist von 92 auf 91 runtergegangen und das nach einer echt nicht schlechten Saison, muss man da ganz klar auch mal so sagen. Also finde ich ein bisschen schade für Andrea Pirlo, einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Mittelfeld, einfach eine Legende. Aber kann man natürlich nichts machen, denn die Stats hier, die sind offiziell, die sind wirkungsvoll, nicht wirkungsvoll, sondern abgesegnet und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, was ich meine. Als nächstes hätten wir einen Spieler, der um 3 Gesamtstärken abgewertet wurde und das ist Iker Casillas, ein Torwart. Hat sich eigentlich nicht wirklich viel dran geändert. Er hat minus 2 Hechten bekommen, minus 2 Reflexe, minus 3 Handling, minus 4 Positioning und minus 2 Kicking und minus 3 Handling. Also der auf jeden Fall deutlich schwächer als letztes Jahr. Ich wollte sagen, von wegen, da hat sich nicht viel geändert. Das war jetzt auch Weakfoot und Skillfoot und Skillmoves bezogen, aber an den Sets hat sich natürlich sehr viel geändert. Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, leider. Also Casillas ist ein guter Torhüter, der jetzt aber einfach wenig gespielt hat diese Saison, muss man auch mal so ganz klar sagen. Und ich konnte ihn allgemein bisher nicht wirklich gebrauchen, weil er halt eben nur 1,82 oder 1,84 groß ist, was ich einfach ein bisschen ärgerlich finde, denn das ist ziemlich klein für einen Torwart in Ultimate Team oder in FIFA allgemein. Da habe ich dann lieber so einen Loris oder so einen Buffon, die einfach wirklich noch ein ganzes Stück größer sind. Das ist dazu mal zu sagen. Zum Beispiel, wer dazugehört, ist Gianluigi Buffon. Auch der musste eine Gesamtstärke abgeben, hat aber plus 1 Hechten bekommen, was erstmal ganz gut aussieht. Dann die Reflexe gehen aber von 86 auf 80 runter, was finde ich absolut scheiße ist, da das deutlich schwächer ist als eben 90, als eben die vorherigen 86 Reflexe. Dann hätten wir Handling, das ist um 5 runtergegangen, Abstöße sind um 1 runtergegangen, Positioning ist um 1 höher gegangen, und ja, Speed ist nochmal um 15 runtergegangen. Also Speed ist jetzt nicht wirklich die ausschlaggebende Stärke. Je älter man wird, desto weniger Geschwindigkeit, Schwung hat man in den Beinen. 15 Speed ist viel, hört sich viel an, aber ist, glaube ich, nicht wirklich im Spiel wirklich relevant. Eher relevant sind, wie gesagt, die 86 auf 80 Reflexe. Das finde ich ein bisschen sehr ärgerlich. Ich würde sagen, das waren die ersten 3 Parts zu den FIFA 14 Spielern, zu den Top 50. Und mit Juan Mata und Edinson Cavani beginnen wir dann in der nächsten Folge bei den 87er Spielern mit 87 Gesamtstärke und schließen dann sogar auf in die Spieler mit 88 Gesamtstärke. Und ich würde sagen, ich habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein, bis dann. Ciao!